Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch zu einer weiteren, der 40. Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Bevor wir in die Guerilla Ops Mission gehen, kaufe ich mir noch zwei Sachen. Bei einer hoffe ich, dass sie uns genau in der Mission dann auch was bringt, nämlich Blitzangriff. Unsere Einheiten können drei Felder in den ersten beiden Kampfrunden weitergehen, solange sie verborgen sind. So kommen wir vielleicht eher zu dem Gerät, das wir verteidigen sollen, und schaffen es vielleicht dieses Mal, diesen Guerilla Ops Typ zu schaffen. Und weil ich noch Geld übrig habe, gibt es auch gleich noch hier die integrierte Kriegsführung. PKS-Boni sind deutlich erhöht. So, aber jetzt zur Mission. Wie in der letzten Folge schon erörtert, versuchen wir es in Westamerika. Wieder ein beschütztes Gerät, Guerilla-Einsatz, der uns aber zumindest hier die richtigen Sachen liefert. Schauen wir noch mal kurz, was sind die Gegner. 11 Stück, Offizier, Schildträger, schwerer Mech, Codex, Mutant, Torwächter, Andromedon. Okay, Gegner sind, ja, aber gar nicht schlecht, für das, dass nur 11 sind. Zu der Mission bringen wir Ilaria nicht mit, sondern da bringen wir dann Brienne und Nesilla mit. Dann möchte ich gern schon zwei Grenadiere mit dabei haben. Einen Ranger und somit bleibt noch Wyman als Scharfschütze übrig. So, Wyman ist schon gut ausgerüstet. Dann geben wir noch Sam den Warsuit. In der Zwischenzeit haben wir den Höllenfeuerwerfer. Jetzt müssen wir mal kurz durchlesen, was der macht. Okay, das ist... Ja, okay. Ich glaube, der ist nicht so prickelnd. Nehmen wir lieber die Schredderkanone. So, jetzt schauen wir mal, was wir alles brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall zweimal Blue Screen Rounds. Ich sag mal, er nimmt die zweiten. Sind sie? Wir brauchen zweimal Imitationsgerät. Einmal Hammer. Marcella nimmt auf jeden Fall den Schädelstecker. Vielleicht können wir ihn auch einsetzen. Codex wäre mit an Bord. Und sie nimmt dann eins von den Imitationsgeräten noch. Bei Brienne bringen wir auf jeden Fall das Medikit und hier bringen wir die Blendgranate auf ihr. Das passt, das passt, das passt. Was haben wir hier denn noch zu bieten? Jo, das behalten wir so, wie es ist. Jetzt noch kurz zu den Granaten. Ich möchte eigentlich die EMP-Bomb doppelt mitbringen. Das heißt, wir müssen die da mitbringen. Die mal kurz hier rausnehmen. Bei Doran reinpacken und dann stecken wir die Feuerbombe, die Brandbombe in den Slot. Oh, ich denke, wir sind soweit. Auf geht's. Viel Glück, Team. Skyranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Angeblich zieht der Widerstand in diesem Gebiet über eine provisorische Anlage kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts aus dem Advent-Netzwerk. Aber die Aliens haben scheinbar Wind davon bekommen und schicken Verstärkungen, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das Gebiet zu sichern und das Gerät zu schützen, bevor sie es zerstören können. Firebrand bringt uns in die Slums, faulende Anhöhe in Vancouver. Die Operation heißt harter Griff und wir müssen wieder ein Gerät beschützen. Sollte sich die Lebenspunkte noch nicht erhöht haben, dann hat es 44 Lebenspunkte und wird jede Runde von einem Gegner beschossen. Also es ist wahrscheinlich in 6-7 Runden down. Wir müssen da ganz schnell hinhasseln und versuchen, die Gegner, die da rumstehen, in den Kampf zu verwickeln.
Manners 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Okay, wir sind verborgen und können hier schon mal nicht... Ist hier irgendwo eine Lampe? Ah, das sind die Zivilisten hier. Schlecht. Dann bewegen wir mal jemand nach links. Und wir können jetzt 3 Schritte weitergehen in den ersten beiden Runden, solange wir nicht aufgedeckt werden. Das wollen wir auch mal sofort ausnutzen. Okay. Jedenfalls sehen wir schon mal keine Gegner, was gut ist. Holen wir Seller jetzt. Komischerweise sieht man Seller jetzt was. Das war sehr eigenartig. Wie kann es sein, dass Sam an der Stelle, er steht eigentlich direkt neben mir, da nichts gesehen hat? Naja. Ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt verstehen. Gut, die Gruppe sollten wir dann vielleicht auch nächste Runde gleich mal angreifen. Bevor es 2 Gruppen wären. Oh, die fliehen nach hinten. Sind aber trotzdem immer noch angreifbar. Okay, wir sind auch gar nicht mehr weit weg, wie man sieht. Aber für 9 Schaden wird er da schon wieder reingebolzt. Huhu. Das wird halt schon wieder ganz, ganz schwierig, das so hinzukriegen. Wie man das eigentlich vorstellen würde. Wo ist die Gruppe nochmal? Die ist da hinten. Okay. Das heißt. Ed geht als erster los und schmeißt da mal eine Granate rein. Fangen wir mal mit einer Säurebombe an. Okay, treffen wir alle. Ja, da war irgendwo ein Pixel, wo wir alle getroffen haben. Da war der Pixel. Sehr gut, auf geht's! Sehr schön. Hier gecrittet. Wunderbar. Beide Soldaten müssten vergiftet sein oder verätzt sein. Oh, die laufen auch noch hinten weg. Die hört man gar nicht. So, Wyman, kannst du uns den Mac vom Halt schaffen? Kannst du mit schnelle Hände, die heben wir uns dann für nächste Runde oder wann auch immer auf. Der Mac ist auf jeden Fall weg, genau. Er macht nämlich mindestens 13 Schaden. Gut, da ist auch der Feuerschutz weg und wir können uns bewegen, was auch gut ist. Check it before you get too close. Was ich mich frage ist, wenn wir da hergehen, machen wir da eine weitere Gruppe auf. Nein, Gott sei es gedankt. 56%, okay. Merken. Rien. Sieht da gar nichts. Doran. Euron. Euron ist es. Euron ist es. Sieht der von da vorne was? Auch nix, okay. Ja, und Sam. Wollen wir auf keinen Fall aufdecken. Vielleicht bringen wir ihn gleich mal bis darüber. Sollte eigentlich nicht aufgedeckt werden. Er ist ja noch verborgen. Sehr gut. Dann ist er in der nächsten Runde auf jeden Fall mit irgendeinem Flankshot oder sowas. Steht er zur Verfügung und schauen wir mal. Vielleicht schafft man den Shieldbearer sogar abzubauen. Nein, leider nicht. Dann muss der Rest auf Overwatch gehen. Vielleicht kommen sie näher. Oh, 5 Schaden und Säurebrand. Sehr schön. Die gehen vielleicht auch drauf, ohne dass wir noch irgendwas machen hier. Okay, der ist down. Oh, 7 Schaden. Wow, der macht aber jetzt schon richtig, richtig Schaden, der Säurebrand. So, Offizier. Okay, da kommt die nächste Gruppe, was ich gar nicht schlecht finde. Wenn man hier... na, schade, die schießt auf das Teil. Aber nur mit 4. Schön, dass der Codex drauf geschossen hat. Das ist gut. So, jetzt die Ober. Oha. Vorbei.
Kato. Jetzt hat er uns auch noch Sam entdeckt. Wow, und er trifft kritisch geflankt. Euron, den müssen wir gleich heilen. Nicht gut, er ist eh aufgedeckt. Das heißt, er muss die Sache hier zu Ende bringen. Die glaube ich brauchen wir gar nicht zu Ende bringen. Wobei es immer gefährlich ist. Es kann dann sein, dass die Verätzung weggeht am Anfang der nächsten Runde und plötzlich haben wir einen Gegner mehr, auf den wir uns überhaupt nicht konzentriert hatten. Was wir hier aber machen können. Da ist nur 89%, na, dann schieße ich lieber. Da ist mir das lieber. Moving to position. Gut. 8. Gegner. Kill confirmed. Und ich finde auch, wir sollten sofort die nächste Gruppe öffnen. So, die war eigentlich hier genau vor der Tür gestanden. Ja, das können wir vielleicht in der Runde noch gar nicht machen, wenn wir es nicht so weit schaffen werden, fürchte. Schauen wir mal, diejenige, die am weitesten ziehen kann. Nein, tatsächlich nicht. Arrivo. On the move. So, dann machen wir gleich mal die Heilung. C'est l'heure des soins. Rolling. So, muss ich mir das Licht ganz kurz ausgeknipst gehabt. Gibt's irgendwo hier High Ground, später mal da drüben. Das heißt, wir sollten vielleicht mit ihm versuchen, ein bisschen nach links zu ziehen, genau. Um dann nächste Runde vielleicht auf das Haus zu grappeln. Will do. Okay, dann gehen wir mal auf Overwatch. Schauen wir mal, vielleicht kommen die zwei auch in unsere Richtung. Wenn weiter der Codex auf das Teil schießt, dann bin ich zufrieden. Oh, da ist auch ein Codex drin. Oh, das sind zwei Gruppen. Wieder der Codex, sehr schön. Ja, der macht nämlich nicht so viel Schaden. Also das heißt, vor dem Haus müsste eine Gruppe stehen mit einem Codex und einem Mutant. Und im Haus ist auch ein Codex mit zwei Mutants. Könnte auch dieselbe Gruppe gewesen sein. Wir haben vielleicht vorher den einen Mutant irgendwie nicht gesehen. So, wir machen es auf jeden Fall jetzt auf, die Gruppe. Oder auch nicht. Das gibt es ja gar nicht. Sind wir echt zu weit weg. Ja, da hoch möchte ich. Ne, da sind wir nicht da. Darüber vielleicht. So. Brienne. Okay, alles eigentlich gezogen. Nochmal Feuerschutz. Wenn weiter der Codex drauf schießt, sind wir safe. Ah, das müsste immer noch der Codex sein. Schön. Aber jetzt müssen wir endlich die Gruppe eröffnen. Irgendwas müssen wir doch jetzt hinkriegen, oder? Es kann doch nicht sein. Wir sind doch schon eigentlich da. Marcella, wenn du da rüber gehst, das muss doch. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die ganzen Gruppen? Bin mir eigentlich in der Zwischenzeit sicher, dass das die Gruppe war, die wir die ganze Zeit gesehen haben. I guess that'll be okay. Sono stufo di aspettare. I'm on it. Tut de suite. Heading
Okay. Also eigentlich passt es mir nicht, dass wir überhaupt keine Gruppen nicht, treffen. Sag ich ganz ehrlich. Womöglich kommt dann wieder von hinten eine Gruppe und schießt uns das Gerät ab. Da vorne bewegt sich was. Ja, das ist schon klar. Jetzt wenn das mal, das was sich da bewegt, auch ins Zielfeld kommen würde, dann wäre das super. Ja, jetzt kommen sie. Endlich. Marcella trifft auch gleich. Ich glaube, es war ein Mutant wegen zwei Rüstung. Der Codex hat keine Rüstung. So, ihr drei Hübschen. Erstmal aus dem Haus bitte raus, jawohl. Alles trifft wunderbar. Ist natürlich geil. Codex tot, Mutant tot. Coole Geschichte. Dafür schießt jetzt irgendwas anderes wahrscheinlich auf das Gerät. Genau, und zwar für 11. Das ist überhaupt nicht lustig. Und zwar hat es davon irgendwo von links geschossen. Die müssen wir auch sofort. Aber das kann doch gar nicht sein. Ich kann doch von links was schießen. Da bin ich ja. Ist da aus dem Haus vielleicht rausgeschossen? Kein Problem. Da schau mal rein. Zielposition bestätigt. Wir müssen. Minus 1,5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Ja, wir versuchen so. Aber irgendwo schießt darauf, dass man nicht sehen. Es ist auch nicht hier herin. Sehr strange. Mal wieder. Heading out. Bin jetzt schon schwer am überlegen, ob man da vielleicht vorsichtshalber ein Imitationsgerät schmeißen. Aber ich weiß gar nicht, ob das die Gegner ablenkt. EMP-Bombs, okay. Gasbombe. EMP-Bomb brauchen wir bei dem natürlich gar nicht. Sprengschuss. Schauen wir mal, ob wir ihn aus seinem Fullcover rausbringen. Ja, offensichtlich. Gut, dann kriegen wir ihn auch. Hier hätten wir. Okay, und da können wir nicht schießen. Und da können wir nicht schießen. Da können wir mal wieder von überhaupt nirgends schießen. Da wäre ein Imitationsgerät. So, die haben von da geschossen. Also, es ist, wenn ich denen das jetzt hier so anbiete. Der Schuss kam irgendwie von hier. Wenn ich jetzt mal da rüber schmeiße. Und irgendwie hofft, dass die dann da drauf gehen. Was immer das auch war, was er drauf geschossen hat. Wir wissen es bis jetzt nicht. Und der Rest. Ah, er kann einen Treffer landen. Sehr schön. Ja, das ziehen wir noch durch. Was für ein Treffer, wunderbar. Aber können wir vielleicht. Aber Marcella sieht ihn leider nicht. Jetzt hätten wir mit Gefechtsprotokoll von Marcella den kaputt machen können. Aber die sieht. Ah, die hat jetzt gerade das Ding geschmissen. Blödsinn. Ja, müssen wir auf Overwatch gehen. Und wahrscheinlich wieder mal die Mission verlieren. Okay. Der ist down. Der wollte nämlich auf das Imitationsgerät jetzt gehen. Aha, da ist eine Gruppe. Oh, das ist Torwächter. Sehr schön. Auf wen schießt er? Egal auf wen, er schießt vorbei. Okay, das sind drei Stück. Da kriegen wir aber noch weitere Schüsse, aber oh, ganz schön verzogen. Im letzten Moment nach rechts verzogen. Ah, und hier sind die anderen. So, jetzt haben wir alle Gruppen aufgemacht. Jetzt wird's heiß, Freunde. Jetzt wird's richtig heiß. Denn jetzt heißt es überlegen. Jetzt heißt es überlegen. Also, für dich. Wie wäre es, wenn wir den Mutant da hinten irgendwie ausschalten könnten? Oh, den können wir ausschalten so. Okay, wir brauchen sowieso EMP-Bomb. Wo ist die? EMP-Bomb ist hier bei Ed, oder? Genau. Na, ist bei Euron. Er steht eigentlich eh schon ganz gut so von.
Der steht ganz gut. Aha. Wird man es vorher schaffen, das Andromedon auszuschalten? Wird man das schaffen? Ed müsste auf jeden Fall eine Granate. Ach, der hat auch noch der Granate und Imitationsgerät. Ganz schlecht. Dann müssen wir es anders angehen. Dann muss der Plan sein, dass die EMP-Bomb, die benutzen wir doch, dass die derweil das Teil hier betäubt. Schauen wir, ob das klappt beim Betäuben. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir uns um einzelne Gegner kümmern. Und hoffen, dass wir die ausschalten. Also, das sollte doch ein Kill sein, oder? Müsste eigentlich mindestens 13 Schaden. Ah, er macht nur 11. Okay. Kann aber trotzdem ganz gut klappen. Hat geklappt. Sehr gut. Mute und down. Noch 4 Gegner, einer betäubt. Jetzt werden wir es noch schaffen. Okay. Wir werden ihn definitiv hier herstellen. Und den hier direkt anbieten. Er hat unantastbar. Er hat unantastbar. Okay, so, jetzt haben wir da hinten noch 2 so Clowns. Wenn wir da einen irgendwie ausschalten könnten, wäre das ganz, ganz super. Wyman, du hättest 85 auf den. Was hättest du denn bei blitzschnellen Händen? Nur das Andromedon und lassen wir das weg. Dann, das, wie gesagt, das lassen wir weg derweil. Andromedon, Elite-Soldat. Schauen wir mal, ob er den vielleicht wenigstens gescheit trifft. 9 Schaden, sehr schön. Da könnte man mit Myrcella dann ein bisschen nach vorne gehen, sodass sie den auch sieht und den dann mit Gefechtsprotokoll ausschalten. Wo ist er? Hinten. Down. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch. Okay. Brienne. Und wir haben noch den Clown da hinten. Bringen wir die zumindest einmal in eine bessere Position. Okay, sie geht auf jeden Fall auf Overwatch. Und Ed, den müssen wir jetzt auch noch zumindest noch irgendwie bessere, genau, ein bisschen Deckung zumindest noch bringen. Und der schmeißt uns jetzt das Imitationsgerät, sodass beide das sehen. Das heißt, wir schmeißen es hier hin. Ja, hört sich gut an für mich. Es sind nur 2 Gegner, die sich bewegen können, die Runde. Ich hoffe, dass er näher kommt, in Brienz Overwatch läuft. Auch wenn sie ihm nur 3 Schaden macht. Aber er stellt sich. Oh, Wächter kriegt sie auch noch, sehr schön. Nochmal? Ne, aber er macht nichts. Machen wir ein bisschen Schaden, keine 12, wenn es geht, genau. Steht auch noch super da, also den kriegen wir auf jeden Fall nächste Runde los. Und das Andromedon entscheidet sie auch für das. Wunderbar, läuft. So, jetzt weiterer Plan. Ist auf jeden Fall eine normale Bombe in die 3. Schauen wir mal, hart. Add noch eine normale Bombe, hat er, wunderbar. Geht die in die 3 rein, die geht in die 3. Ja, wir sollten mal schauen, dass wir vielleicht das Ding dann in die Luft jagen. Okay, sollte kein Problem. Ah! Im letzten Moment habe ich noch verzogen, jetzt ist das Andromedon nicht getroffen. Scheiße! Das ist natürlich jetzt. Ich wollte nämlich am Schluss eine EMP-Bombe schmeißen, um dann sowohl hinten den Torwächter wie auch den Schutzanzug des Andromedons zu zerstören. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr, weil ich den nicht getroffen habe. Ah, vielleicht wird es doch noch, weil es hat hier mit 42% der gute Ed uns doch geholfen. Jetzt müssen wir noch unbedingt das Teil ausschalten. Am besten mit den Leuten. Wenn ich jetzt Brienne hier hinstelle, steht sie dann wieder nächste Runde im Feuer. Das ist uns ja erst vor kurzem bei einer Mission passiert. Wollen wir nicht hoffen. So, 40% Crit-Chance. Jawohl, schöner Treffer, 11.
So, den sollte man loswerden eigentlich. Was hat er noch? 5. Dann möchte ich aber die nicht benutzen, die Blue Screen Rounds haben. Das heißt, wir haben. Und Euron hat die EMP-Bomb, das ist, bleibt nur noch Mycella übrig. Die jetzt versucht, den da zu erwischen. Das passt. Dann schmeißt man EMP-Bomb, da ist sie nicht betroffen. Also, wenn sie daneben steht, das macht überhaupt nichts. Und dann, wenn irgendwas nicht down geht, haben wir immer noch die 2 Blue Screen Rounds, um den Rest abzufertigen. Genau nach Plan. Der Plan ist geil. So, gleich noch ein Loot aufnehmen. Wieder fortschrittlich, Datenspeicher, 2 Illyrium-Kerne. Ist zwar okay, aber ich würde gerne mal die Tier 3 Sachen abkriegen. Zielobjekt sichergestellt. So, EMP-Bomb. Da ist sie. Die können wir aber diesmal passig auf, dass wir beide Sachen treffen. Einen Verbündeten treffen? Jo, können wir gerne treffen. Dem macht jetzt nichts aus. Der ist da immun dagegen. Genau, sehr schön. So, oh, wir haben noch ein Leben, der da hinten. Natürlich auch traurig. Aber den können wir ausschalten. Das machen wir. Da geht der Torwächter down. Und Sam sorgt dafür, dass der Anzug down geht. Hat sogar von da 100%. Dann bewegen wir den noch nicht einmal mehr. So arrogant sind wir jetzt schon. Ah, das könnte geschafft sein. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Jo, nur eine kleine, war schon größere Verletzung. Auf Euron. Gleich am Anfang durch den Offizier gekrittet für 10 Schaden. Ansonsten sind wir souverän durchgekommen und haben es tatsächlich geschafft, das Gerät zu beschützen. Sam, hier unser Held und natürlich wieder mal das Imitationsgerät auch. Ich wüsste nicht, was ich ohne die 2 Imitationsgeräte hier auf Legend machen sollte. Gute Arbeit, Commander. Ihre Leistungen im Einsatz motivieren das gesamte Team. Ja, Euron hat es richtig hart erwischt mit 20 Tagen. Leider wieder keine Aufstiege. Ja, den Datenspeicher, den behalten wir uns dieses Mal sogar. Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. 215 Vorräte, das ist ungefähr das, was wir vorher ausgegeben haben. Und das düstere Ereignis Machtdemonstration verhindert. Gut, jetzt möchte ich wirklich mal nachschauen, wann steigen jetzt endlich meine Leute auf. Okay, nicht mehr weit entfernt. Ich denke mal, das sind 2, maximal 3 Missionen. Okay, Ed steigt definitiv in der nächsten Mission zum Colonel auf. Gut, Wyman ist weit weg, das ist klar. Rob braucht ungefähr noch 2 Missionen zum Major. Mycella eine Mission noch zum... Ich weiß nicht genau, was sie wird. Doran eine Mission, Euron 2 Missionen zum Major, aber das wird jetzt in nächster Zeit erstmal nichts. Das ist eher uninteressant. Aha, okay, Ygritte auch so 2 Missionen ungefähr bis zum Major. Und Brienne 2 Missionen, vielleicht eine, aber wahrscheinlich eher 2 Missionen bis zum Colonel. Gut, jetzt stehen ja dann doch irgendwann einmal Aufstiege an demnächst. Gemischte Beute. Was das bedeutet, ist mir, weiß ich nicht. Hier haben wir immer noch das Funkrelais, aber da drehen wir doch lieber mal an der gemischten Beute. Avenger berechnet neuen Kurs. Das ist ja interessant. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Okay, Psi-Ausbildung für Melisandre. Dann nehmen wir Schisma.
Vorratslieferung in 3 Tagen. Commander, oh oh. Dieses UFO hat uns erfasst. Wir müssen Ausweichmanöver einleiten. Jo, da ist es jetzt endlich soweit. Rede jetzt von mehreren Missionen schon. Hier sieht man es auch schon, das UFO. Jetzt hat es uns endlich abgefangen. Wird gleich kommen. Und dann haben wir in der nächsten Folge die Avenger Defense Mission. Und ist jetzt abgestürzt, das Spiel, weil nichts passiert. Ah, jetzt kommt es. Oh, ist aber einmal rum geflogen. Schadensbericht. Wir haben ein Problem. Nur eins? Sie haben draußen eine Art Stachel fallen lassen. Er generiert die gleiche Art von Impuls, der uns vom Himmel geholt hat. Sie wollen nicht uns, sondern das Schiff. Können Sie das nicht irgendwie umgehen? Nicht von hier. Unser Antrieb bleibt tot, solange er da draußen ist. Commander, wir müssen es auf die altmodische Art tun und den Stachel zerstören, um hier rauszukommen. Die Aliens dürfen das Schiff nicht bekommen. Das werden wir zu verhindern wissen. Unsere Systeme beschädigt. Festhalten. In dieser Folge haben wir eine Alien-Ops gemacht und tatsächlich es geschafft, das Gerät zu beschützen. War eine sehr erfolgreiche Mission. In der nächsten Folge werden wir, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, eine etwas lange Folge haben. Und die Avenger-Verteidigung durchziehen. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann bitte ich euch doch ein Like da zu lassen oder gar zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge und bis dahin, keep on rockin'!